Ja, da sind wir zurück und es gibt eine kleine Programmänderung, denn es wird jetzt nur Melly und Slayer gegeneinander spielen, denn es gibt ein paar technische Probleme mit der guten GameTips-Seite. Wir hatten ja zuvor schon einige Spiele dort gesehen, aber es hapert jetzt hier und da immer mehr. Es liegt teilweise größtenteils natürlich an der Seite selbst, die ist halt irgendwie seltsam aufgebaut und sie lässt sich hier und da nicht öffnen und starten etc. Wir werden in Zukunft auch leider dann von der Seite absehen und ich werde dann andere Plattformen mehr ins Gewicht nehmen. Leider. Denn, Minispiele, ja, hey, also mal ehrlich, wir haben jetzt schon jahrelang in GameTwist hier schöne Minispiele gehabt, aber wenn das halt nur bei der Hälfte funktioniert, dann macht es ja auch keinen Sinn. Und Minispiele wird es trotzdem weiterhin geben, aber dann woanders. Jetzt haben wir es eben so abgemacht, dass außen jetzt halt nur die beiden, also Melly und Slayer, jetzt dieses Spiel, diesen Mechanismus für sich entschlüsseln dürfen in einem Best of Five. Gibt dann also auch kein weiteres Match danach. Und ja, für Jojo und Gary wird es aber später dann nochmal eine gesonderte, eventuell kleine Aufgabe geben, wo sie auch nochmal extra Punkte abstauben könnten. Schauen wir mal. So. Okay, dann wäre alles gesagt. Und ihr dürft gerne das Tetris-Duell starten. Okay. Bereit? Ja. Gut, dann los. Oder auch nicht in 3, 2, 1. Erwähnt, ihr bekommt die gleichen Steine, wie es scheint. Und wer die Reihen zusammen macht. Macht ja auch nur Sinn. Es wäre ein bisschen unfair sonst. Ja. Möglichst viele auf einmal. Kann selber Pech haben. Dann gehen die rüber zum Gegner. Und jetzt sieht man schon Unterschiede hier beim Aufbau. Also jeder scheint die Steuerung jetzt zu drin zu haben. Bis jetzt sieht es noch ausgeglichen aus. Dieser böse Mechanismus an dieser Tür. Aber was ist dahinter? Warum so sicher? Ich würde das Schloss gerne mal wirklich sehen, also wie das aussieht. Das Schloss, wenn, da jetzt kein, wenn da jetzt kein Speer des Stoßens plus 25, bin ich enttäuscht. Tja. Und Schwengel des Stoßens würde ich auch noch annehmen. Oh, okay. Wenn wir dann sehen. Da gab es die ersten extra Steine von Slayer an Melly, beziehungsweise von Rufan an Lina. Wird noch gleich zurückgekontert. Jetzt brauche ich aber ein bisschen Quark hier. Ja. Und wieder einmal, wie man es bei Tetris halt kennt, die hoffnungslose Warterei auf den langen Stein. Oh ja. Ey, komm schon. Der einfach nicht kommen. Das ist ja. That's what she said. Yay! 1-0 an Lilina. Nächste Runde. Go Lilina, go Lilina. Jeder eine andere Taktik gerade. Interessant. Das war blöd. Ich werde gerade voll nervös. Zwerge aber auch. Den Spruch hattest du schon. Die sind so verrückt, dass sie sich immer wiederholen. Das ist der Punkt. Ja, auch ein Zeichen von Wahnsinn, ne? Ja, eben. Also wird mal verbaut. Wieder mal sind die Zwerge schuld. Ich wusste es doch. Bei beiden nicht so gut aus. Ja, aber ich krieg doch keine das Lange. 1-1. Ja, ich auch nicht. Ah, furchtbar. That's what she said.
Wir wollen ja, ich sehe eh nichts, also für bin ich nicht gut. Das Schöne ist ja jetzt, dass es im Grunde keinen Verlierer gibt. Der Erstplatzierte kriegt 150 Punkte, der Zweitplatzierte 75. Aber ähnliches. Nur wir kriegen gar nichts. Nein, das wollte ich gerade sagen. Eine ähnliche Chance bekommen dann auch Jojo und Gary in einem anderen Spiel. Was aber dann wohl erst in der nächsten Session kommt. Was machst du? Zurück, dankeschön. Gern geschehen. Ach komm schon, das sind so doofe Steine. Oh, krieg ich jetzt noch einen langen? Ja. Nein! Oh, fast. So, bitteschön. Der hat gesessen. Hey! Viel Spaß damit. Wow. Das war nicht nett. Geht aufs Haus. 2-1. Was für Slayer? Ja. Wer hat gerade 2 Punkte gemacht? Der hat mir gerade sehr viele reingegeben. That's what she said. Wow, Schatz. Du legst aber auch alles auf die Goldwaage. Ja, muss ich. Ich musste meinen Ruf wahren. Mhm. Oh Gott, jetzt kriege ich aber richtig doofe Steine hier. Sieht sehr interessant aus. Ich weiß nicht, wie ich die legen soll. Das ist. Ja, gut. Sieht anders schon. Kann ich das hier. Ja. Sehr ausgeglichen bei euch beiden. Gut, jetzt habe ich es wieder verkauft. Das wird. Ja, jetzt sieht's gut aus für. Ja. Rulfan ist gemein zu mir. Damit hat der beziehungsweise Rulfan gewonnen. Er konnte das Schloss letztendlich öffnen und darf sich jetzt 150 Erfahrungspunkte gut schreiben. Während. Die braucht er doch noch nicht mal. Selina muss Zauberskillen. Selina muss Zauberskillen. Nein, der Sack. Die notiere ich mir gleich mal. Ja. 150. Ja. Die anderen beiden kriegen auch noch ihre Chance, um das da was zu bekommen. Gibt's noch mal ein Duell? Ja, wenn Jojo wieder wach ist, ich finde das gemein. Und ich krieg 75. 75, ja. Ja, schön. Sehr gut. Letztendlich habt ihr einen Gewinn gemacht, ne? Sonst jetzt kriegt jeder Punkte, ansonsten hätte es ja nur 2 gegeben, die Punkte bekommen hätten. Immer positiv. Eigentlich hast du so erklärt, dass die Verlierer beide Punkte bekommen hätten. Nee, also der Erste und der Zweitplatzierte hätte Punkte bekommen jetzt, wenn alle gespielt hätten. Dann habe ich nur falsch verstanden, dann bin ich halt doof. Oh well. Ja, ihr habt die Tür geöffnet. Wollt ihr jetzt noch gucken, was dahinter ist? Oder böser Cliffhanger? Wie gesagt, Killerspeer vergiftet des Stoßens. Plus 25 hätte ich gerne, dankeschön. Ja, natürlich gucken wir noch dahinter. Ja, wird auch nicht lang dauern. Also wenn Slayer öffnet, also sagen wir so, Rulfan öffnet ja, die Tür. Ich öffne die Tür, und drängt sich an ihm vorbei. Ich persönlich werde zwar für einen Killer-Cliffhanger, aber mein Gott, ich werde lieber stimmt. Ich schaue dahinter, okay. Ja. Cliffhanger heute. Ist nur noch ein Raum,
den schaffst du noch, komm. ja. Ja, der Elf sackt schon in der Wand zusammen, obwohl er nichts geleistet hat. Ja, was befindet sich denn hinter dieser Tür, die so unglaublich abgesichert wurde? Es ist, ja, ihr schaut euch um und es ist, ihr seht überall, es wirkt wie ein großer, überdimensionaler, Kleiderschrank. Ihr seht unglaublich viele Kleider, Kostüme, Masken, Hüte, Schuhe. Ihr seht unglaublich, ihr könntet euch komplett neu einkleiden, aber es sieht alles sehr, ich sag mal, speziell und auffällig auf, als wäre man auf einem Art, Kostümball oder so. Also keine gewöhnliche Kleidung. Wo sind wir denn gelandet? Dafür so ein Schloss? Ich glaube, Waller würde es dir gefallen. Tja, Gurtag, hier könnt ihr euren Hut suchen. Verdammte Wahrsagerin. Gut, da geht wieder raus. Obwohl, nee, er checkt erstmal die Magiekunde, was alles. Ob da irgendwas Magisches bei ist. Okay. Gelungen. Ja, du checkst mal Magiekunde und. Mein Gott, der ganze Raum leuchtet. Da, meine Augen. Alles hier ist voller Magie. Kann ich vielleicht eine Sinnesschärfeprobe machen, ob mir irgendwas ganz speziell auffällt? Also irgendein Kleidungsstück, was ganz besonders zu sein scheint? Ich würde eher eine Magiekundeprobe nochmal drauf machen. Okay. Ja. Die Sinne können das nicht wirklich einschätzen. Doch, das geht sich aus, kann ich ausbessern. Intuition habe ich 16, also und ich kann 3 Punkte abziehen. Mhm. Also auch für dich ist unglaublich von jedem, fast von jedem Kleidungsgewand, von jeder Maske, von jedem Hut oder was da alles ist, geht irgendwas aus. Du hast den Eindruck, dass speziell bei den Masken, die es da in einem Regal gibt, da gibt es in unterschiedlichen Farben welche, ein paar sehen ein bisschen erschreckend aus, ein paar sehen ein bisschen lustig aus, dass da ein bisschen mehr Magie davon ausgeht, aber ansonsten ist ja echt kunterbuntes Treiben. Aber by the way, wir sollten auch erfahren, was für Magien das sind, wenn der Check gut genug ist. Eigentlich bei jedem Check, aber... Theoretisch, ja, aber das seht ihr nicht. Dafür ist das alles hier zu viel und komplex. Ich meine, das nächste Mal, wenn wir das Ding einzeln betrachten, wahrscheinlich dann eher. Ich beachte das Zeug gar nicht weiter, weil so Kostüme sind nicht gerade Röferns Geschmack. Ich habe mich schon wieder umgedreht und ja, gesell mich zu Eiern. Warum sollte jemand seine Kleidungsstücke bewachen oder so sicher verschließen? Ich schaue, ob ich einen blauen Hut finde. Mhm. Sehe ich irgendwo einen blauen Hut? Oder soll ich eine Sinnesschärfeprobe machen, weil alles hier so bunt ist? Du schaust dich um. Es ist ja auch fast wie so in einem Kleidergeschäft so ein bisschen geordnet alles. Und dann bist du so mehr oder weniger bei der Hutabteilung. Und sehr schön. Ja, da gibt es wirklich einen blauen Hut. Ja. Ich nehme den Hut und geh raus damit und guck ihn mir genauer an mit einer Magiekunde. Ich will wissen, was der kann oder was er ist. Okay. Geht alles soweit? Kein Ding, kein Problem? Ich darf das einfach so mitnehmen? Ich hätte es dir schon gesagt, wenn das passiert, ja. Du kommst da okay. Raus. Ja. Ist gelungen. Auch wenn ich eine 20 gewürfelt habe, ist trotzdem gelungen. Mhm. Nein, ich bin in erster Stelle, die kann ich ausgleichen. Hihi. Du siehst aus diesem Hut heraus, dass er wohl, wie soll man es ausdrücken?
Ja, dass es in gewisser Weise deinen Intellekt positiv beeinflussen könnte. Warum? Intellekt im Sinne von Klugheit. Vielleicht. Ist deine Einschätzung. Es sieht danach aus. Ich auch nicht. Ne, ich bringe den Hut zurück. Ach, er schaut sich ja toll aus. Der würde dir sicher stehen. Nö, die Wahrsagerin. Find ich nicht. Nein, finde ich nicht. Nein. Ich setz ihn Nivis auf. Du setzt ihn Nivis auf, okay. Ja. Kann ich vorher noch checken, ob er verflucht ist? Oder würde ich das hätte das ich gesehen? Das hättest du bei der Magiekunde gesehen, ja. Okay, dann setz ich Nivis auf. Wenn das alles in Ordnung ist. Screenshot. Dann schau mal Nivis, was ich für dich Schönes habe. Ja. Ja, schau mal, Nivis. Ganz was Feines. Ja. Setz ihr nie auf, aber ja, schaut ein bisschen doof rein damit. Sie schaut wahrscheinlich eher verwirrt. Ja. Steht dir gut, Nivis. Finde ich super. Ich glaube, du behältst sie jetzt. Hey, die Wahrsagerin hat immer noch nicht recht. Ja. Das Schicksal ist halt immer abzuwenden, wenn man möchte. Eigentlich nicht, aber okay. Okay, soll er jetzt bei Nivis Schicksal nennen? Soll er jetzt bei Nivis bleiben oder was tust du? Nö, ich bringe einfach zurück, weil okay. Okay. Möchte sich sonst noch jemand irgendwas daraus nehmen oder es einfach lassen? Ich lasse es. Irgendwas, was mir vielleicht ins Auge fallen könnte, oder ist das wirklich hier nur eine Riesenauswahl an Kleidern, wo jetzt auch nichts wirklich sonderbar scheint für mich? Eine riesige Auswahl und vor allem eben sehr auffällig. Alles, was du darin siehst, soll auffallen. Das ist so das Hauptmerkmal. Trotz auffällig. Gibt es einen schwarzen Umhang? Ich meine, auffällig, er kann ja immer noch Silberrand haben oder sowas. Das ist ja auffällig genug. Gibt es sowas? Es gibt auch Umhänge, ja. Und schwarzen siehst du auch. Den würde ich mir gerne holen. Und den würde ich gerne dann auch nochmal draußen checken, damit ich was sehe, weil Magie überall und so ein Quatsch. Darf ich? Ja, natürlich. Oh yeah, baby, yeah. Was sehe ich? Also bei diesem, es scheint nicht so viel Magie von ihm auszugehen, aber da ist, auch bei dem ist etwas drin, es scheint so eine Art, allgemein ausgedrückt, irgendeine Art Verschleierungsmagie. Ausgerechnet, was uns überhaupt nicht interessiert, ey. Haben wir noch einen anderen Umhang da, der mich vielleicht mehr interessieren könnte? Jetzt kommt er mit Knatsch Neon-Pinken an. Also mit Herzchen. Also einen darfst du dir noch angucken, aber dann heißt es entweder irgendwas nehmen oder lassen. Ne? Weil ihr seid... Haben wir denn noch einen schönen Umhang da? Ist denn noch einer da, der nicht ganz so krank ist? Ganz so ja, krank. Oder erkenne ich einen, der vielleicht ein bisschen mehr Magie hat? In der Hoffnung, dass die dann noch ein bisschen sinnvoller ist. Es gibt noch einen grünen Umhang, es gibt noch einen rötlichen, dunkelrötlichen Umhang, es gibt einen weißen Umhang. Ja. Ich glaube, in der Natur rum, da war es nicht so gut. Ich nehme mal den grünen. Und gucken wir den auch nochmal an. Ich mache auch nochmal eine Magieprobe drauf. Oder reicht. Ne, die reicht wahrscheinlich nicht. Habt ihr Spike-Zwerg? Wir sind ja nicht beim Einkaufsbummel. Irgendwas müssen wir hier von Nützliches gewinnen, oder? Weißt du, da gebe ich denen schon so einen Bonusraum, die sind so undankbar. Was hat denn bitte für einen Bonusraum? Oh. Ja, der Grüne. Ja. Da spürst du sehr naturbetonte Magie. Nehme ich.
Ich hätte ja gerne noch Stiefel oder sowas angeguckt, weil Gurtag braucht vielleicht mal ein paar neue, aber da ich ja nicht mehr darf. Oh well. Jeder darf sich höchstens eine Sache daraus nehmen. Oh, das ist ja bescheuert. Nimm mal eine für mich Stiefel. Bevor ihr tausend Sachen jetzt noch analysiert und checkt. Ja, was soll man sonst machen? Das ist ja alles, oh, da ist ein Raum voller Bullshit. Holt euch mal irgendwas raus, seht mal, wie ihr klarkommt. Da könnte auch irgendeine Scheiße bei rauskommen. Wow. Oh, du hast die Schuhe der langsamen Lustigkeit oder sowas bekommen. Du wirst jetzt immer nur noch sehr langsam gehen, aber immer lachen. Yay. Ihr seid so ein bisschen und die sind übrigens so quietschbunt, dass sich jeder im Umkreis von 5 Kilometern sofort identifizieren kann. Super nützlich. Du hast Schreischuhe, du machst bei jedem Ritt laute Geräusche. Ja, genau, super. Da sind auch Glöckchen dran. Geil. Ja, wollte sich sonst noch jemand irgendwas aus dem Raum rausholen, oder? Ich glaube, Lelina würde nach den Stiefeln schauen, einmal, ob es da irgendwelche gibt. Ich komme mit. Die bunte Kuhglocke der Lautstärke. Eine so laute Glocke. Eine so laute Stiefel? Glocke, dass damit Häuser erbeben. Ja, genau. Mhm. Da gibt es auch Stiefel in allen möglichen Farben. Wie viele ungefähr? Sag mir einfach, welche Farbe du eventuell möchtest. Tja, solange man nicht weiß, was die einen bringen, vielleicht auch grün? Du weißt es schon ein bisschen. Grün? Ich würde nach braunen Schuhen schauen. Braun? Mhm. Ja, findet ihr? Grün und braun? Soll man dann auch noch jeweils Magiekunde drauf machen? Oder? Wenn ihr es versuchen wollt, genauer einzuschätzen, ja. Ja. Muss ich nur kurz gucken. Boah, schade. Nichts? Okay. Na, bei mir ist es mir die Lungen leider. Mhm. Ja, sowas von gelungen. Mhm. Jupp, was sehe ich bei Lilinas Schuhen? Oder Stiefeln oder was auch immer. Wahrscheinlich Stiefel eher. Bei Lilinas braunen Stiefeln erkennst du eine, ja, so eine Art Leichtigkeit. Könnte man daraus erkennen. Okay, ich erkenne Leichtigkeit aus diesen Stiefeln. Leichtigkeit. Okay. Und bei Arion hat es eigentlich sehr gut hinbekommen. Genau. Da erkennst du in Richtung Kategorie Schnelligkeit etwas. Okay. Ich werde sie mir nehmen, aber noch nicht anziehen. Okay, du verstaust sie in deinen... Ich habe mir den Umhang übrigens angezogen, direkt. Okay. So reißt es sich doch schon viel angenehmer. Schreib mir das auf. Okay, gut. Lilina, was tust du? Ich überlege nur gerade Leichtigkeit, inwiefern mir das helfen kann mal. Ja. Wahrscheinlich eher wirklich gar nicht. Dürfte ich noch nach einem Halstuch oder irgendwas schauen und dann können wir auch langsam aufbrechen. Ja, Gurtag durfte ja auch dreimal wechseln, deswegen darfst du auch nochmal gucken. Yay. Ein Halstuch? Genau, irgendein leichten Stoff. Mhm. Irgendwas kann gerne bunt sein. Ja, gibt es auch. Dann nehme ich mir einen von den besonders bunten, aber in braun und grün Tönen quasi. Okay. Ja, natürlich.
Dann nimmst willst du noch genau begutachten oder nimmst du ihn einfach? Ja, achso, da doch will ich. Ich bin total gut heute. Ich schau den Zwerg schmollend an. Lass mich nochmal schauen. Ich bin. Ja, okay, gut, ja. So macht man das. Was sehe ich denn? Schlagwörter Natur, Glück. Glück und Natur. Glück. Natürliches Glück. Wer weiß. Aber Glück klingt gut, das nehme ich. Und bind mir dann auch gleich das Tuch um. Yay. Inwiefern sich das halt in der Praxis ausmacht, das wird man dann feststellen, sobald es halt zum ersten Mal passiert oder passiv passiert, je nachdem, sage ich euch dann. Rulfan? Willst du wirklich nicht? Nein, ich bin eigentlich schon auffällig genug, deswegen ich passe. Okay. Gut. Also wenn jeder so zwei, drei Sachen mitnehmen kann oder sich zumindest mal anschauen kann. Anschauen, nicht mitnehmen leider. Anschauen, mitnehmen, ja. Eins, genau. Jetzt hätte ich mir noch Handschuhe geholt. Achso, mitnehmen nur eins. Ja. Ja. Achso, okay, dann hat sich das schon erledigt für mich. Genau. Gut, dann gehe ich auch wieder. Okay. Und wir wenden uns der Tür zu, die wir dann irgendwann durchschreiten. Ja. Natürlich im nächsten Moment, der aber für uns dann wohl ewig war der dauert. Schlüssel eigentlich für diese Tür gedacht oder ist der Schlüssel für was anderes? Ihr habt keinen Schlüssel gebraucht an der Tür. Ah, okay. Also den haben wir noch. Den habt ihr noch, genau. Den wurde ja auch aufgeschrieben, ne? Nicht vergessen fürs nächste Mal. Wird vielleicht nochmal wichtig. Ulfan muss den aufgeschrieben haben. Ja, habe ich. Okay. Genau, den habt ihr noch. Okay. Gut, dann machen wir hier einen Cut, denn es ist spät. Und wir werden demnächst weiterspielen und ihr werdet es ja dann auch hoffentlich sehen. Wir sind noch mit im Dungeon. Es warten noch einige interessante Räume auf uns. Wir waren erst in drei Räumen, by the way, mitten im Dungeon. Ich glaube, wir haben das Dungeon kaum angekratzt. Ja, es ist nicht so überdimensional groß, aber ja, es wartet schon noch ein Stückchen auf euch, ja. Okay. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn wir hier weitermachen und hoffentlich mehr erfahren werden, was da unten und im Zirkus mit dem Illusionisten etc. abgeht. Und jo, macht's gut. Yay. Und tschüss. Ciao. Bis dann, Leute. Tschüss. Ciao.